Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Let's Play-Freunde zu To the Moon. Ja, wahrscheinlich ist das die letzte Aufnahmesession, denn wie man erstmal an der Zeitleiste erkennen kann, sind wir kurz vor der Ende. Und unserem guten John hier geht es auch nicht mehr sehr gut, an dem roten Balken zu erkennen. Ja, wir wollen jetzt den Sprung in seine ganz junge Kindheit machen, nachdem wir ja jetzt in der letzten Aufnahmesession diese Sache mit den toten Eichhörnchen und so weiter gemacht haben. Also ab dafür. So ein kleines Ding und es macht uns so viel Ärger. Ich könnte es zum Mond schießen. Schätze, wir können jetzt nur das Signal senden und hoffen. Gut, bereit? Irgendetwas passiert. Schnell, sende es nochmal. Was ist los? Oh, alles wird rot. Doktor, das stimmt was nicht. Was? Übernehmen Sie für mich, Lilly. Sein Zustand hat sich destabilisiert. Ich muss die Medikation anpassen. Was passiert mit diesem Ort? Er ist instabil geworden. Raus hier. Was? Raus aus seinem Gedächtnis sofort. Wieso? Solange das System so instabil ist, kann jeder, der sich hier befindet, bleibenden Schaden nehmen. Du machst Witze. Warum lockst du dich da nicht aus? Ich kann nicht, Neil. Wenn wir uns beide ausloggen, ist unsere bisherige Arbeit verloren. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, alles nochmal zu machen, bevor Johnny... Ach du Blöde. Erzähl mir doch keinen... Wir sind hier nicht im Kinofilm und du bist nicht die Heldin. Du bist einfach nur bescheuert. Aber du bist ein Held, oder wie? Mach, dass du hier rauskommst. Vergiss es, wenn du weg bist, stecken sie mich wahrscheinlich in ein Team mit Alistair. Weißt du, wie der Mann stinkt? Schlimmer als das überfahrene Vieh. Verdammt, Neil, das habe ich nur davon, dass ich dir geholfen habe, dich durch den Eignungstest zu mogeln. Doktor? Alles im Griff vorerst. Ja, so ein Gestank kann einen wirklich umbringen. Ja, und die beiden streiten sich. Und weißt du was? Der Karottenkuchen ist ekelhaft. Warte mal. Ja, und bei der letzten Weihnachtsfeier, da hattest du. Oh. Komm, lass uns gehen, bevor das nochmal passiert. Weißt du, ich habe das nicht wirklich so gemeint, also dass du bescheuert bist. Ich allerdings schon. Okay. Können wir jetzt weiterreisen? Augen zu und durch. Ja, wie es scheint, klappt es diesmal und wir landen in der richtigen Erinnerung. So, und ab hier wird's heftig. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Es hat funktioniert, ich kann es kaum glauben. Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Nee, vorhin Johnnys Zimmer ist dir da etwas Seltsames aufgefallen. Was genau? Da war etwas Seltsames, hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Schon gut, ich hoffe nur, dass ich Unrecht habe. Ja, sie hat Stockbetten gesehen.
Da ist Johnny mit seiner Mutter. Wow, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay, irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Himmel, die Zeitüberlappung gerät außer Kontrolle. Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Das ist ein regelrechter Zoo. Ah, sieht so aus, als würde sich der Ball von allein bewegen und er nur hinterher rennen. Ich sehe nicht mal einen Ball, den er da bewegt. Da ist das tote Eichhörnchen. Das alles verdanken wir dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich mache mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Oh, pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mache ich, wir sehen uns. Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Worauf wolltest du hinaus? Vergiss es einfach, vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort, er ist so friedlich. In dieser Erinnerung existiert nichts, was so etwas auslösen könnte, außer... Verdammt, ich Idiot. Wir müssen umkehren sofort. Moment mal, sie ist schon wieder. Halt einfach die Klappe und komm. Ja, die Musik macht einem nicht umsonst Gänsehaut. Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er es selbst niemals gesehen hat? Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Was? Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hatte ein Etagenbett. Joey. Joey, kannst du mich hören? Joey. Warum hast du Joey überfahren, Mom? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey. Wach auf. Joey, auch wenn sie noch klein waren, einen Zwillingsbruder zu verlieren, ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Bitter bekommen, die Erinnerungen auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin ist ein Nachhall dieser Erinnerungen. Wahrscheinlich.
Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joy nur ihr Spitzname für Johnny war. Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Ich mag das hier nicht, lass uns gehen. Notiz Joey erhalten. Sieht so aus, als wäre das nicht die einzige abgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam, es baut keine Barriere mehr auf. War nicht den Teufel an die Wand. Ja, da sind die beiden noch. Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen, sagt Joey, also der mittlerweile tote Bruder. Ich meine echt jetzt, diese Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon drei Bücher einfach so weggelesen. Was liest du denn? Animorphs. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nichts für mich. Wieso nicht? Das ist der Hammer. Statt zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die große böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie immer so roh, roh, roh. Und dann kriegen sie Laser. Und dann alles so peng, peng, peng. Ja. Lass das. Hihihi. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die kurze Geschichte überhaupt und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Ich werde uns reich machen und dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Wie wenn alle Kinder das Buch umsonst kriegen. Genau, wie wir es uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind. Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen, ist doch klar. Klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Was ist, bist du immer auch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon, ich habe als Erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Habe ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Du weißt, dass du immer Mams Liebling warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Und letzte Ostern, und als wir angeln waren und... Okay, weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Jep. Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir ja einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny. Welchen Unterschied macht es schon, wem von uns was gehört? Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine, wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Warte mal, im Regen? Ja klar, im Regen, komm schon. Notiz Animorphs erhalten. So, neue Notizen. An Johnny und Volvers Hochzeittag wurde ein Hase überfahren. Uhr, Mond, eingelegte Oliven, Papierhasen. Höhenangst, Animorphs. Animorphs, Joeys Lieblingsserie, ja. Beta-Blocker Joey, Johnnys verstorbener Zwillingsbruder. Ja, solche Sachen kommen dann wirklich immer erst zum Schluss raus. Wenn irgendwelche Erinnerungsforscher in den Erinnerungen wühlen.
so eine Art Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Ach, jetzt hast du es vermasselt. Hey, ich will die anklicken. Früchte, frische Früchte, Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten. Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Früchte, frische Früchte. Okay. Ah, da ist ja die Familie. Da könnten wir einen Zeitsprung machen, das will ich allerdings noch nicht. Ich will mich erst noch hier weiter umsehen. Hier sind ein paar Kinder. Hier könnten wir auch einen Zeitsprung machen. Die Musik ist nach dem, was jetzt gerade eben passiert ist, wieder viel zu fröhlich. Willkommen, ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht. Sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an ein Mühlrad geklebt. Ist mir total egal. Ach, stimmt ja, hier müssen wir wieder Fragmente sammeln. Und ja, ich bewege mich gerade ein bisschen mit der Tastatur. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybär tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht oder etwa nicht. Aber ich habe auch gewonnen. Nur weil er vor mir dran war. Hihi, ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße blockiert manchmal den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklos. Weißt du was, auf jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du bleibst doch nur. Ah ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott. Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? So, dann folgen wir ihnen mal weiter. Und hier lang. Es werden drei Memento-Links benötigt, um vorzuschreiten. Okay. Das heißt, viele Möglichkeiten haben wir jetzt nicht mehr, außer frisches Obst. Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihahn und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummerchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First Person Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen sie ein Spielchen wagen, einfach auf alle Köpfe klopfen und tolle Preise gewinnen? Ja, 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 ja. Oh nein. Los geht's. Maus benutzen. Ja, kloppen wir mal. Brutales Spiel. Einfach wild drauf rumkloppen. Die Schattenplatzierung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist ja das Fett, was wir treffen.
Die Zeit ist um. Dann wollen wir mal sehen. Bei 46 gesichteten Zielen hast du 55 mal zugeschlagen, bei 44 mal getroffen. Das ergibt 95% Trefferquote. Das ist neuer Rekord für dich. Ja, gut. Genug mit der Klopperei. Hier werden wir wahrscheinlich eine 5 brauchen, oder? Nein, hier können wir einfach lang. Oder können wir jetzt da lang, weil wir 5 Memory-Fragmente haben? Na, können wir auf die Bühne? Ja, können wir. Ja, wahrscheinlich, weil da oben ist die Brücke von der Richtung, von der wir kommen. So, hier brauchen wir wahrscheinlich noch das letzte Memory-Fragment. Ja. Ich werde nie verstehen, Joey, wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Genau. Nö. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf den Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche, ich passe auf dich darauf auf. Nein, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Notiz, eingelegte Oliven erhalten. Joeys Lieblingsspeise, nicht mehr Johnnys. Also jetzt sind das Memories aus dem, also Notizen aus der Kindheit. Bei der Gegenwart in der aktuellen ist es ja Johnnys Lieblingsspeise geworden. So wie auch Animorphs sein Lieblingsbuch geworden ist durch die ganze Beta-Blocker-Geschichte. So, der Spielplatz. Er hört schon mal nicht auf seine Mutter. Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Na gut, hier sitzen auch noch ein paar Kinder auf der anderen Seite. Von daher nicht ganz so schlimm. Was hat Johnny?